Ach, wie schön, dass wir mal alle beieinander sitzen hier an Silvester. Ach ja, man kann es kaum glauben. Der Urlaub ist bald vorbei, aber wir hatten ja echt eine schöne Zeit, muss ich sagen. Oh ja, das war echt eine tolle Zeit. Und ich finde es echt klasse, dass es jetzt ein toller, runder Jahresabschluss ist und dass wir alle gemeinsam hier sind. Emma und Lea haben sich Gott sei Dank gut vertragen. Und die Kids haben ja generell viel gemeinsam unternommen. Und naja, Manuel und Martin waren auch die ganze Zeit unterwegs und hatten auch eine tolle Zeit. Und wir haben uns sowieso köstlich amüsiert. Naja, ich meine, vielleicht könnten wir das ja nächstes Jahr nochmal planen, so ein gemeinsamer Familienurlaub. Dann natürlich mit einer größeren Hütte. Stimmt, also ich wäre auf jeden Fall dafür. Na Kinder, wie hat's euch denn hier im Urlaub gefallen? Bald geht's ja auch wieder zurück. Ey, Moment mal! Erst feiern wir hier noch Silvester. Also, das heißt, wir haben ja noch einen Feiertag über. Also wir brauchen jetzt nicht davon reden, dass wir nach Hause fahren. Stimmt, wir haben ja echt noch einen ganzen Tag Zeit. Da brauchen wir uns ja übers Nachhausefahren noch gar keine Gedanken machen. Noch sind wir ja hier. ja, Emma, da wo du recht hast, hast du recht. Ja, stimmt. Genau, aber freut ihr euch denn schon aufs neue Jahr? Habt ihr denn schon irgendwelche neue Vorsätze? Oh, stimmt, das ist eine gute Idee. Sollen wir uns alle Neujahrsvorsätze machen? Neujahrsvorsätze? Da müsste ich mal drüber nachdenken. Aber klar, ist eine super Idee. Neujahrsvorsätze? Ja, ich glaube, ich hätte da schon eine. Und zwar noch cooler und noch lustige Pranks zu machen. Stimmt's, Luis? Ja, genau, das finde ich auch. Also, noch krasser zu sein als in diesem Jahr. Das ist mein Neujahrsvorsatz. Also, Julian, wir haben beide den gleichen Vorsatz. Das heißt, wir können uns beide unterstützen dabei. Das wird richtig cool. Nächstes Jahr wird richtig krass cool. Ja, das sehe ich genauso. Darauf können wir uns echt freuen. Und vor allem die anderen auch. Also ich werde mich da bestimmt nicht drauf freuen, dass ihr noch krasser sein wollt. Dann macht ihr ja noch mehr Blödsinn. Ja, da gebe ich Hannah recht. Ich meine, ihr seid ja wirklich schon sehr energiegeladen und das noch schlimmer. Oh je. Genau, also da bin ich auf jeden Fall der gleichen Meinung, ihr zwei. Also für mich könnt ihr das nächste Jahr ein bisschen entspannter angehen. Mein Vorsatz fürs nächste Jahr wird sein, dass ich nicht mehr so viel Fernsehen gucke. Och ja, das finde ich super. Dann kannst du ja ein bisschen mehr im Haushalt helfen. Klasse. Ja, genau. Das freut mich, wenn ich mich auch nützlich machen kann. Na, ihr zwei, Lea und Emma, was habt ihr denn für Neujahrsvorsätze? Emma, was sind denn Neujahrsvorsätze? Was heißt das? Ich weiß das auch nicht genau. Papa, kannst du es erklären? Ja, also Neujahrsvorsätze sind die Sachen, die man im nächsten Jahr machen möchte, weil man die in diesem Jahr nicht geschafft hat. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, man möchte einfach ein bisschen mehr Sport machen. Oder wie ich zum Beispiel, einfach etwas weniger, wie zum Beispiel Fernsehen gucken. Aha, okay, jetzt habe ich es verstanden. Und fällt euch da auf Anhieb was ein, was ihr machen wollt? Also man kann ja jeden Tag neu anfangen. Also ich weiß nicht, ob das so Sinn macht mit diesen komischen Vorsätzen. Ja, da hast du recht, Emma, aber zu Silvester ist das immerhin immer was Besonderes. So sehe ich das auch. Ich finde die Neujahrsvorsätze eigentlich immer ganz spannend. Julian, soll mal rausgehen? Dann könnt ihr ein bisschen über ihre Neujahrsvorsätze quatschen, während wir ein bisschen draußen noch im Schnee spielen. Hast du Lust? Hey, wartet, ich will mitkommen. Also wenn alle rausgehen, dann gehen wir auch raus. Na dann viel Spaß, Kinder. Hey, gute Idee. Ich meine, der Schnee ist doch echt toll draußen. Da sollte man das echt noch genießen, solange wir noch hier sind. So, die Kinder sind jetzt draußen und spielen noch ein bisschen. Und wir können ja noch ein bisschen unterhalten über die Neujahrsvorsätze. Also, ich muss ja auch überlegen, vielleicht mache ich ein bisschen mehr Sport. Also, mein Neujahresvorsatz ist für uns alle, dass wir öfter mal gemeinsam in Urlaub fahren. Also, Sonja, das finde ich eine sehr gute Idee. Also, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich meine, das war doch schon so ein toller Urlaub. Das machen wir auf jeden Fall wieder. Ja, Leute, also ich muss sagen, das war echt ein spannendes Jahr. Ja, Hannah, das stimmt. Wir haben echt viel erlebt. Wir waren im Zauberwald und mussten ein Einhorn vor einer Hexe bewahren. Und jetzt waren wir noch beim Weihnachtsmann. Das ist ja echt cool. Also wir haben echt viele Abenteuer dieses Jahr erlebt. Also ich finde das mit den Vorsätzen eigentlich ganz gut. Ich meine, lass uns doch vornehmen, dass wir nächstes Jahr noch mehr Abenteuer erleben. Boah, das ist eine echt coole Idee. Das stimmt. Also ich wäre auf jeden Fall dabei. Ja, wer ist noch dabei? Also, das ist doch gar keine Frage wert. Natürlich bin ich auch dabei. Und dann wird es richtig cool. Also, wenn wir alle zusammenhalten, so wie dieses Jahr, dann kann uns nichts im Weg stehen. Also, wir sind auf jeden Fall auch dabei. Super, dann hätten wir das ja geklärt. Ja, und vielleicht können wir ja noch ein paar unserer Freunde fragen, ob die Lust haben. Ja, genau. Wir können alle aus der Kita mitnehmen. Ich glaube eher nicht. Das wird ein bisschen viel. Aber wir können ja noch Sven, Leonie und Fiona fragen. Vielleicht wollen die ja mal mitkommen. Die waren ja auch in unserer Baumhaus-WG. Ja, stimmt. Das wird bestimmt richtig cool. Ja, das sehe ich auch so. Und dann kann ich ja noch Ben fragen. Also wenn wir eine große Gruppe sind, dann haben wir auf jeden Fall immer Freunde, die für uns da sind. Ja, das wird richtig cool. Aber lass uns doch jetzt noch ein bisschen im Schnee spielen. Ja, auf jeden Fall. Okay, Leute. Wer ist für Schneeballschlacht? Na dann los. Jeder gegen jeden. Ha!
Hey Leute, kommt schnell raus, kommt schnell raus! Das Feuerwerk beginnt gleich! Wartet, wir kommen auch! An alle Erwachsenen, kommt raus! Es ist doch gleich schon 0 Uhr! Wir sind schon auf dem Weg, haha! Okay Leute, der Countdown beginnt gleich! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Yeah! Yeah! Frohes neues Jahr! Yeah! Frohes neues Jahr alle zusammen! Leute, das war wieder ein richtig spannendes, cooles Jahr. Und wir hoffen, ihr fandet es auch so. Und natürlich hoffen wir auch, dass nächstes Jahr genauso spannend und noch viel cooler wird. Und dass wir noch coolere Sachen erleben. Wir wünschen ein frohes neues Jahr. Hey Leute, ich bin's Emma Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind wirklich richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß!